Jo, da sind wir wieder. Gebe und Gitte. Wir spielen Witcher 1 in dem dritten Kapitel und haben gerade erfahren, dass die Waldis Bank überfallen wurde, und zwar von das Projekt. Und natürlich soll der Witcher was tun. Stimmt's, Geralt. Das sind, glaube ich, auch Geiseln und die soll er befreien oder wie auch immer. Ja. Und wir sollen durch das Lagerhaus gehen. Mal nach oben. Ich nehme an, der Durchgang ist oben. Oh. Oh. Was haben wir denn hier? Ist aber... Nett. Wirklich nett. Da kommt der nächste. Sind ja wohl die Geister oder wahrscheinlich von denen die gesprochen haben. Deswegen wurde der Durchgang nicht benutzt. Naja, das ist eigentlich ganz gut, oder? Hast du ja sowieso. Hatten wir nicht einen Auftrag für Flatterer Fangzähne? Genauso. Siehst du, die kommen einfach zu dir. Das ist nett von ihnen. Fisch. Ist der gerade wieder aufgestanden? Das sieht so aus. Das ist ein sehr komisches Geräusch. Das ist eine komische Sache. Der versucht dich zu... zu leben oder macht, was? Ja. Aber bisher habe ich keine Wirkung gesehen. Nö. Ja, Zahn. Oh, fertig. Wir haben genug Zähne. Flatterer Vertrag. Das wollen wir gleich mal speichern. Oh, tolle Beute. Naja, was erwartest du von einem alten Lagerhaus? Mal sehen, ob das die richtige Tür ist. Rathaus steht, ja. Das muss der Durchgang zum Rathaus sein. Beamte. Hier sind Beamte. Was für ein Gestank! Sind das die Geiseln? Nee, wohl nicht. Nee, die stehen das scheinen die Beamten im Rathaus zu sein. Das sind unruhige Zeiten. Ja, die wurden ja wohl nicht angetastet. Hier ist die Tür zur Bank. Ja, stimmt, da gibt es ja nicht. Hey. Hier sind das Kojatel. Gehen wir mal in die Bank. Was macht ihr denn hier? Bist du nicht der Schmied? Ich bin als Unterhändler hier. Ich bin kein guter Unterhändler. Soll heißen? Jevin ist unten. Ihr seid reif für eine Tracht Prügel! Unten? Wo ist denn unten? Ach, das ist er hier. Den haben wir doch gesehen hier an dem, unten in dem Tempel. Renkover, Tempel ja. Der Elf, das ich verabscheue euch, Däune. Ja. Ich schlitze euch auf! Ha, das ist ein Überfall! Ach, das sind die Banker, die wir als Geisel nehmen. Wo ist denn unten? Mann, hat das alles nur ein... Ich schlitze euch auf, haariger Affe! Das ist ein Überfall! Aha. War auch schon mal ganz gut hier. Hier geht's runter zum Tresor. Eliren. Kennt ihr die Geschichte von Eliren, Hexer? Nein. Aber ich finde, wir müssen über wichtigere Dinge nachdenken. Die weiße Rose von Sheravet. Bei den Zwergen und Elfen als Elirena bekannt. Vor 2 Jahrhunderten führte sie die Elfenjugend in die Schlacht. Die Ältesten der Elfen waren dagegen, weil sie wussten, dass ein Sieg unmöglich war. Vielleicht und dass sie sich von einer Niederlage vielleicht nicht erholen würden. Yevin, die Ritter bereiten sich auf den Angriff vor. Eliren, die weiße Rose weckte den Kampfgeist der Jugend. Sie griffen zu den Waffen und folgten ihr in die letzte verzweifelte Schlacht.
Sie wurden abgeschlachtet. Gnadenlos. Yevhen, die Bank ist umstellt. Sie starben mit ihrem Namen auf den Lippen. Wiederholten ihren Ruf, ihren Kampfschrei. Sie starben für Sheravet und für Eliren. Wie sie versprochen hatte. Mit Würde, heldenhaft, ehrenvoll. Wart ihr dabei? Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Welche Entscheidung? Man kann nicht ewig auf dem Zaun balancieren. Schon gar nicht, wenn dieser Zaun durch ein Schlachtfeld führt. Versucht ihr, mich zu rekrutieren? Nein. Mit eurem Gewissen taugt ihr nicht zum Revolutionär. So. Ich hatte einen Grund, warum ich euch von Eliren erzählte. Wir sind im Krieg, Geralt. In einem Krieg für das Überleben, für die Freiheit. Ihr müsst keiner von uns sein, um uns zu helfen. Viele dienen unserer Sache so gut sie können. Ihr könnt am besten Ungeheuer töten. Ja. Eliren. Freiheit. Ein wunderbares Ideal. Gut. Ich schließe mich euch an. Aber vergesst nicht, Yevhen. Siegreiche Revolutionäre werden zu Staatsmännern. Besiegte dagegen bleiben Verbrecher. Wohl und wahr gesprochen. Aber wir sitzen hier fest. Ungeheuer blockieren den Weg. Ich sagte, ich würde euch helfen. Was wollt ihr? Unsere Mission war, Dokumente zu holen, mit denen Vivaldi seine Bank zurückbekommt. Unser gutes Recht, findet ihr nicht? Wir sitzen jedoch in der Falle. Kikimoren versperren unseren Fluchtweg. Mal sehen, was sich machen lässt. Geht, weißer Wolf. Wo hast du jetzt hin? Tja. Weißer Wolf? Ach, mal wieder die Kloaken. Du brauchst ja gar nicht den Weg zur Firma geschehen, ja. Sehr gut. Und du brauchst ja noch ein paar Kikimoren. Klauen. Ups. Au. Oh. Guter Sprung. Seid wachsam. Die Kikimoren sind überall. Ungewöhnlich. Kikimoren fern ihrer Nester? Da stimmt etwas nicht, Hexer. Ich mache den Weg frei. Da hinten ist schon einer. Ich sollte doch vielleicht mal nutzen, was ich hier immer so in meinem Sack mit mir rumtrage. Wir haben hier Malmstein für 20... Schleifstein für 10. Diamantstaub ist vielleicht übertrieben. Ach, probieren wir es mal damit. Wir werden schon sehen. Wir können ja immer noch was anderes drauf machen. Ach so. Du. Bin ich. Ich muss es doch drauf machen, Mensch. Was ist denn noch dran, bitte? So, und dann wollte ich mal gucken, auf welcher Taste liegt Quen. Wie ist es mal ausprobiert? Das kannst du auch mit deinem Büro, das ist auch nichts. Quen, auf der 2. Das hält noch nicht lange. Dann machen wir mal die 2 an. Ja, es dauert lange, bis es kommt. Aber wir müssen mal testen. Ja. Das ist auf jeden Fall. Die stehen da und versperren einfach nur den Weg. Schafft die Dinge. Nimmst du einen harten Schlag? Ja. Ich glaube, bei dem Frost. Unsere Zeit ist gekommen. Auf sie! Ah, das sind die Wolfsmen, das ist so klein. Das sind die Wolfsmen. Ja.
verabscheue die Däune. Problem gelöst. Das kleine Manöver war beeindruckend. Was für ein Tag. Hoffentlich war meine Hilfe nicht vergebens. Ich bringe die Dokumente zu Vivaldi. Vielleicht kann er die Bank zurückbekommen. Viel Glück, Yevhen. Falls ihr mich braucht, fragt Vivaldi. Gut. Ja, ob Vivaldi die Bank zurückbekommt, ich kann es mir nicht vorstellen. Da will doch jemand. Ja. Doch relativ unwahrscheinlich. Da helfen auch Dokumente. Eine Luftröhre, die bringt uns nichts. Da hat's einen erwischt. Hier fliegen Fledermäuse. Auch nichts. Ein Leichnam. Mit einer Fackel. Die können wir nicht gebrauchen. Wer ist hier nicht? Hier geht's in die Kloaken. Wo geht's auf der anderen Seite hin? Ist das Schiff oder Leichnam? Und hier sind wir wieder hier oben. Da hinten geht's ja vermutlich auch inzwischen nicht weiter. Die Leiche lag vorher schon da. Ist der Kreis der rachsigen Flamme. Nee. Okay, dann müssen wir hinten durch die Kloaken wieder raus. Ja, lange hält er ja noch nicht in den Schutz. Nee. Der war gleich weg. Aber du musst dich trotzdem, glaube ich, dran gewöhnen, dass du den immer mal wieder einholst. Ja. Daran denken, dass du den hast. Das ist ja schon wichtig. Das gilt eigentlich Hörst auch für die auf? Anderen zwei. Sammeln wieder Hörne. Ich fürchte, ich werde eine Schwalbe, eine Katze trinken müssen. Der nimmt's nicht. Ach, lass es liegen. Meine, da kannst du mir jetzt echt zu blöd. So. Ist ja nicht so, ist ja nicht genügend. Wir können doch gar nicht ertrunken. Das müssen wirklich Jahrtausende sein, wir üben. Ja. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt ging's gerade. Jetzt ist. Ach, mal auf die Karte gucken, ob ich noch richtig laufe. Ja. Wir sind kurz vorm Ausgang. Ich dann auf der falschen Seite. Da geht's raus. Ist okay. Solange du ihn findest, ist ja in Ordnung. Tja. Nun ja.
ist die Entscheidung ja recht schnell gefallen. Tja, aber es gibt ja nichts anderes. Es blieb ja gar nichts anderes übrig. Ist ja auch. Es sollte doch nicht regnen. Übel hier, es sind hier am Maribor-Tor. Es zieht ein Sturm auf. Die Sintflut ist über uns gekommen. Und das ist. Hier ist auch ein Kräuterkondler. Ah, gut zu wissen. Tja. Ja, dann muss er jetzt hin und Bescheid sagen, wenn du. Dann muss er das machen. Turm. Wo waren das überhaupt? Ach da, die Waldibank. Dann gehen wir mal hier rüber. Sehr realistisch, den Namen beibehalten. Was für ein Wolkenbruch. Wie spät ist das eigentlich? 12.30 Uhr, das ist ja fast wie nachts hier. Ja, das ist ein ordentlicher Weg. Tür zur Bank. Da ist keiner mehr. Na, Hamburg. Das ist nicht gut, es regnet. Nee, Tür zum Rathaus, was ist das jetzt? Was? Scheinlich ist es. Die sind weg. Tür zur Bank und Tür zum Rathaus, die sind hintereinander. Gehen wir einfach mal gucken. Dann wissen wir, welche Seite was ist. Aha. Da war überhaupt nichts los. Sitzen da wie vorher. Also vorher lassen wir ja nicht darüber rum, jetzt ist locker wieder rum. Tja, nehmen die Leute hier. Dann würde ich sagen, einfach weiter im Text. Verdammt, ist das heiß an diesem Ding. Holzhändler. Anwohner. Oh. Halt. Wo ist jetzt hin zu dem Kräuterkunde? Was für abscheuliches Wetter. Ja, finde ich auch. Sieht ein Sturm auf. Naja, ich wollte zum Wachturm. Achso, du wolltest gucken, ob er jetzt da ist, um den Ring abzuziehen. Ja. Naja, ist in Ordnung. Warum sind denn die Kloaken hier an? Ja, guck doch mal. Nee, der Auftrag ist raus. Wie traurig, wenn es regnet. Muss es denn gerade jetzt regnen? Was für ein Wolkenbruch. Kommen wir hier hin? Nee, wir kommen zur Kneipe, wir müssen oben rum. Hier geht's nicht durch. Da muss man immer außen drum rumlaufen. Was für ein Wolf! So, da hinten ging's, glaube ich, rum. Und da, wo die beiden vor der Tür stehen. Prügeln sich da welche? Das klang so. Ach so, kann natürlich auch sein. Hier ist er nicht. Halt. Ach, hier ist die Treppe nach unten. Hier ist ja auch so duster. Sollte vielleicht meine Fackel in die Hand nehmen. Ah, Wellerrad, da ist er doch.
Sagt, was ihr wollt. Wir wissen, was hier passiert ist. Ihr wolltet mit mir reden. Einige der jüngsten Entscheidungen Volltests sind seltsam. Ich kenne ihn schon lange. Fälscht jemand die königlichen Erlasse? Vielleicht. Allerdings sieht das Siegel echt aus. Wer könnte Volltest das Siegel gestohlen haben? Jemand, der dem König sehr nahe steht. Ich hoffe, ihr findet den Verräter. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas erfahre. Lebt wohl. Lebt wohl, Velarad. Wolltest du nicht eigentlich den Ring abgeben? Die haben unser halbes Wachlokal. Na? Wir wissen alle, auf welcher Seite ihr steht, Elfenfreund. Ich bin wegen der Anzeige hier. Welcher? Sind viele. Flatterer-Fangzähne. Der über Flatterer-Fangzähne. Ich bezahle, wenn ihr drei habt. Doch. Hier. Euer Gold. Alter. Lauft doch nicht immer weg. Schon mal gut, wenn da weniger Dinger drin sind hier. Wir wissen alle, auf welcher Seite. Ich bin wegen der Anzeige hier. Welcher? Haben wir Graweierknochen? Der mit den Graweierknochen. Ich bezahle, wenn ihr fünf habt. Ich komme bald zurück. Ja, die natürlich. Ich hätte mich auch gewundert. Ja. So, aber du musst ja nicht auch umgehen oder so? Nee. Wie könnt ihr es wagen, hierher zu kommen? Der mit dem Ring ist ein Kaufmann. Nach dem, was ihr in der Bank getan habt. Ich bin wegen der Anzeige hier. Welcher? Der über Ghoulblut. Bringt mir 12 Violen Blut als Beweis, dass ihr die Ghule wirklich getötet habt. Hier. Doch. Bitte. Wir sind nämlich bei dir noch mit deinem Ding drin gewesen. Ich hab die nur nicht gefunden, ne? Naja, der war ja auch zu viel drin. Das ist jetzt auch abgeschlossen. Na gut. Dann haben wir das auch erledigt. Ja. Ah, wir haben eine Stufe aufgestiegen. Sag mal, hattest du nicht vorhin auch eine Stufe gekriegt? Ja. Da hast du jetzt zwei Stufen. Seit die Streitkräfte das des könnte sein. Dann würde ich an einer Stelle mal in der nächsten, machen jetzt Hoseschluss, in der nächsten Folge oder am Anfang mal die Stufen vergeben. Genau, das werden wir tun. Okay, also, wir machen jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal, ja? Ciao. Bis dann, tschüss.